I'll keep it hush. Und jetzt machen wir erstmal unser erstes Lagerfeuer. Das hat aber schön gebaut. Ja, immer mit den Stöcken drauf, ne? Darf natürlich nicht ausgehen. Gab ja damals auch noch keine Feuerzeuge. War alles harte Arbeit, das Feuer zu machen. Oh, noch ein Pfeil. Isu. Winja Hadashta. Ja, was wir bis jetzt halt so erfahren konnten, ist, die Winja sind halt unser Volk. Die haben wir halt verloren und wir müssen jetzt unser Volk halt wiederfinden. Du kannst jetzt eine Keule erstellen. Drücke, ja, wie man die Taste auch immer nennt, um das Menü zu öffnen. Dann machen wir das gleich mal. Und da haben wir die Keule. Hat sich also gelohnt, dass wir am Anfang gleich direkt Holz gesammelt haben. Dann können wir einfach die Keule herstellen. Mal sehen, was die uns dann bringt. Also die Waffen sind halt richtig schön gemacht. Ich glaube, die Programmierer waren da sogar in, oder die Designer waren da sogar in Museen. Und haben sich die, die Werkzeuge und Waffen von den Menschen damals halt angeguckt, um das halt detailgetreu nachzubauen. Und so auf den ersten Blick, ich bin halt kein Archäologe, aber es sieht halt schon danach aus. Oh, jetzt haben wir eine Fackel. Na, die erhält uns hier ein bisschen was. Purshasda. So, wie können wir das denn? Ach so. Ah, okay. Wir können also hier den Dornenbusch halt auch abfackeln und uns den Weg damit so ein bisschen frei machen. Oh, das sah jetzt, naja, etwas komisch aus. Oh, und da drüben. Boah, mit den Augen, ne? So, wohin müssen wir denn? Da finde ich ein bisschen komisch. Der ist da oben. Das ist auf jeden Fall was. Wir müssen jetzt hier runter. Und da wäre... Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ein bisschen stört jetzt die Fackel hier so. So ein bisschen im Sichtfeld. Ich hänge an Steinen fest. Ah, hier können wir runter. Das macht er auch vollautomatisch. Was haben wir denn hier? Ja, da haben wir Schiefer. Nehmen wir uns ein bisschen Schiefer mit. Okay, hier ist auf jeden Fall jemand hergegangen und der hat ziemlich stark geblutet. Oder blutet noch. Oh, okay. Da drüben ist ein Wolf. Oder ist das einer von uns? Oder ist der Wolf tot? Der Wolf ist tot. Ja, von wem auch sonst? Von einem Schwachen ganz bestimmt nicht. Oh, das ist schon... So, nochmal ein bisschen Schiefer hier mitnehmen. Wenn du eine brennende Keule hältst, benutze R2, um... Okay, um irgendwas zu machen.
Warte mal, das Geheule der Wölfe hier macht mich so ein bisschen wahnsinnig, ne? Weil es sieht hier auch so ein bisschen gruselig aus. Jetzt könnt ihr gleich... Okay, da habe ich mich jetzt so ein bisschen erschrocken. Also, dann kommt der einfach auf mich zu. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob wir dem folgen müssen oder wie wir den jetzt erledigen können. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was, 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 was? Oh, ich... Ah, hier ist scheiße. Okay, die Fackel ist jetzt auch gleich zu Ende. Die ist mich jetzt hier schön abgebrannt. Ah, okay. So kann man also einen Bogen jetzt hier nehmen. Okay, die sind jetzt da hinten. Dann wollen wir den doch hier gleich mal... Ah, komm, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und... Boah, ich bin so ein Noob. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Oh Mann, ich fackel hier alles ab. Scheiße. Also mit dem letzten Pfeil habe ich den eigentlich fast getötet. Ach, ich hab da noch die Keule. Ah, ich hätte die Keule auch nehmen können. Hätte ich hier ja hauen können. Oh, ach ja, ich hatte ja die ganze Zeit die Fackel in der Hand. Was für ein Epic Fail. Was für... Ja. Gut, dass ich das auf einfach gestellt habe, weil sonst wäre ich auf jeden Fall schon tot gewesen. Tasche für vier Fett. Vier Fett, genau. Tasche für vier Fett, fast voll. Nein, für Tierfett natürlich. Hier liegen Pfeile, die wollen wir natürlich wieder einsammeln. Weil sonst haben wir gleich keine mehr. Gucken wir mal kurz. Hallo, ich habe da hier noch so ein paar Pfeile hingeschossen. Hier ist auf jeden Fall einer, den sammeln wir wieder ein. Und holen uns hier wieder ein bisschen Holz. Und ich würde mal sagen, einfach weiter geht's. Haben wir noch einen Holzpfeil eingesammelt und da hinten ist dann gleich der nächste. Na, komm, bleib stehen, bleib stehen. Ja, ich weiß, das tut weh, aber nicht mehr lange. Ich bin auch mal gespannt, wie lange wir uns hier noch heilen können. Medizin gab es ja eigentlich damals nicht. Was haben wir denn hier? Tierhaut suchen. Okay, meine Tasche ist voll. Davon kann ich sowieso dann nichts mehr nehmen. Ah, hier vielleicht noch irgendwo Pfeile, die wir mal wieder verschossen haben. Ja, da liegt noch einer. Gucken wir uns ein bisschen um. Also es ist schon etwas komisch, die
diese Special-Fähigkeit, dass ich hier das sehen kann. Es hilft aber einfach ungemein, ne? Also sonst so ein Pfeil oder so würde man halt nicht mehr finden. Okay, Bogen habe ich noch 7 Pfeile. Das heißt, einen habe ich auf jeden Fall verloren, weil wir hatten vorher 8. Und so stark ist der Bogen halt nicht, weil dann... ich will eigentlich gar nicht weitergehen. Hier mal ein bisschen lang sneaken. Ja. Springen wir dann einfach mal, ne? Ein bisschen lang sneaken. Ein bisschen Lärm hier noch. So, was haben wir hier? Ah, meine Tasche ist voll. Also das heißt, können wir uns nicht vielleicht hier schon... Ja, das geht noch nicht. So eine größere Tasche wäre mal schön. Eine Stachelbombe. Okay, auch nicht schlecht. Ja, okay, den Köcher und die Tasche wäre auf jeden Fall mal gut. So, da unten ist ein Lager. Aber bevor wir hier runtergehen, gucken wir, ob hier vielleicht jemand ist. Niemand. So, suchen wir mal. Haben auch unsere ersten XP jetzt bekommen. Das heißt, wir können ja auch richtig gut leveln. Oder überhaupt leveln. Na, okay, das sieht aus wie Wasser da unten. Können wir da einfach dann runterspringen? Oh, ich würde sagen, wir springen einfach mal. Kann der schwimmen? Der kann schwimmen. Okay. Na, gucken wir nochmal hier. Adlerauge. Okay, hier ist der auf jeden Fall lang gegangen. Ja, Rohstoffe können wir sowieso nicht mehr einsammeln, deshalb lassen wir das da einfach mal liegen. Ich glaube, da kann man recht viel finden, wenn unser Inventar nicht schon voll wäre. Es wird immer lauter. Es muss ein richtiges Vieh sein, was da auf uns wartet. Ah, da oben läuft er. Unser Freund, den wir suchen. Aber ob der jetzt irgendwas verfolgt oder vor uns flüchtet, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Entzünde Waffen, Waffenrad, indem du L1 gedrückt hältst und Viereck drückst. Dafür brauchst du Tierfett. Dann gucken wir doch mal. Ah, jetzt haben wir einen Feuerpfeil. Das ist doch schön. Muss man jetzt mal gucken. Ich glaube, jetzt müssen wir springen. Und das war's dann mit dem Feuerpfeil, würde ich sagen. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Wo ist denn der jetzt hier lang gegangen? Gucken wir mal kurz. Okay, da unten ist Schiefer. Ja, das ist toll. Ach, gehen wir einfach mal hier durch, ne? Ja, aber da kommen wir... Ah, okay. Jetzt müssen wir einmal hier lang. Ach, da hoch. Ja, dann... das macht natürlich auch Sinn. Hier sieht man natürlich nicht so gut. Hinterher wird das wahrscheinlich einfacher zu erkennen sein, weil wir uns einfach dran gewöhnt haben. Wir müssen ja erstmal die Grafik so ein bisschen kennenlernen. Die hat ja auch ihre Eigenheiten. So, wie springe ich jetzt darüber? So. So, war ja gar nicht so schwer. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das entzünden? Sieht irgendwie nicht so aus.
Ich dachte, es wäre so eine Art Lagerfeuer oder ein Checkpoint, den man aktivieren kann. Aber eine Beschreibung gibt es da nicht zu. Ich kann halt auch... Naja, ich kann da auch irgendwie nichts aktivieren. Naja, wir folgen dem auf jeden Fall hier mal weiter. Da ist eine Ratte. Was, wir haben nur noch 6 Pfeile. Ah, schon wieder einen verloren. Na, komm, wieso? Ah, okay, der ist aufgestanden. Achso, der kann nicht, im Schleichmodus kann der nicht laufen, also irgendwie so schneller ein bisschen crouchen. Das geht dann nur so langsam, weil sonst beim Laufen steht er einfach mal wieder auf. Was haben wir jetzt hier? Okay, wir haben einen Checkpoint erreicht. Das heißt, sollten wir jetzt drauf gehen, müssen wir auf jeden Fall nicht alles nochmal machen. Wenn die Fledermäuse schon Angst haben, ne? Wenn ich alter Schisshase hier, muss dann auch nur durch eine total dunkle Höhle. Hab natürlich keine Fackel mehr. Ich wüsste auch gerade, glaube ich, gar nicht, wie man hier eine Fackel macht. Ich weiß gar nicht, wie wir unsere erste Fackel gemacht haben. Also ich meine, wir könnten ja hier so ein bisschen Feuer an... unseren Bogen machen. Ah, das ist nur eine Ratte. So. Okay, jetzt ist er hier durchgeschwommen. Wieso? Okay, da ist auf jeden Fall ein Handabdruck von ihm gewesen. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich episch hier aus. Und, oh, ein Mammut. Ach, Mammut. Sieht eher aus wie so ein Säbelzahntiger. Und der hat den auf jeden Fall erlegt. Ich glaube, den können wir nicht mehr retten. Egal, wie schnell wir jetzt hier sind. Aber wir kommen ja auch gar nicht hoch. Das würde mich jetzt... hallo? Ach, guck mal da. Da läuft doch jemand. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Gucken wir einfach mal, was passiert. Neandertaler. Tigri.